Sieh, jetzt warte. Und Colette, was machst du? Ich warte auch. Und der Peter? Ich denke auch, oder? Und auf was warten wir? Zum allerletzten Mal haben wir die ganz, ganz grosse Chance, die beiden hier auf der Bühne vom Taburettli dürfen zu sehen. Sie warten auf die Fasnacht. Letztes Jahr, als die Wirle dann aufgehört hat, haben sie gefunden, komm, wir nehmen uns das Türchen nochmal und machen allen eine grosse Freude. Colette, dieses Jahr aber nicht mehr Wiederholungen, sondern ihr habt euch nochmal dran gemacht und ein ganzes Programm geschrieben. Nein, nicht geschrieben, aber es hat sich gut ergeben. Der Peter hat einmal den René Glaser getroffen und er war dann sofort bereit, uns einen Epilog und einen Prolog und einen Epilog zu schreiben. Und er hat mir auch noch eine Nummer und hat dem Peter auch nur eine also gegeben, die er schon hatte. Aber wir haben einfach ein paar neue Sachen so. Und dann ist das so ein Gerüst gewesen, das sich mit der Zeit zusammengestellt hat. Dann haben wir der Lorenz Kaiser, wenn wir das letzte Jahr ein tolles Sketch gehabt von ihm, haben wir den Lorenz nochmal angefragt und er hat auch noch etwas in der Schublade gehabt und so hat sich das ergeben. Peter, jetzt interessiert mich, ich weiss es auch persönlich von dir, ich habe das selber immer sehr geliebt, wenn du da in so Sprechrollen reingehst und auf der Bühne bist. Ist das etwas, was für dich jetzt nochmal so richtig ganz gross aufkommst, wo du gesagt hast, ich lebe das nochmal? Ist da schon ein weinendes Auge dabei, wenn du gesagt hast, das war das letzte Mal gewesen? Ja, es war letztes Mal einfach in dieser Konstellation. Colette und ich, wir steigen aus der Fasnacht aus der Vorfasnacht. Also, ich weiss nicht, was du noch vorhast, aber ich schon. Aber ich steige nicht aus dem Theater, es geht selbstverständlich weiter. Also es ist nicht, ja gut, es ist ein Viertel vom Auge, das heult. Aber drei Viertel sind ja noch da, weil es weitergeht. Aber ein Viertel ist, das heult, weil es da weg ist. Ich sage jetzt aber auch noch musikalisch, ihr werdet wieder begleitet, wie immer eigentlich. Natürlich, mit dem vom Art Paul selber am Klavier. Und der Art Paul hat uns auch ein wunderbares Wienerli vorgetragen, das er wieder aufgenommen hat. Das ist eben auch neu gewesen hier. Und natürlich der André Schenko am Akkordeon. Also musikalisch ist es auch sehr, sehr schön. Entschuldigen Sie, ist das das Sonderdrang nach Deutschland? Das finde ich geil. Mitten auf der Nochweil. Also das für euch alle unbedingt ein Must, wenn ihr die beiden nochmal möchtet hier auf der Bühne sehen. Peter, wenn? Ja, vom Donnerstag bis am Sonntag, also der heutige ist vorbei, Donnerstag, aber bis am Sonntag, diese Woche und dann auch nochmal vom Donnerstag bis am nächsten Sonntag. Also bis kurz vor der Fasnacht, weil eben, was machen wir? Wir warten drauf, auf die Fasnacht im Taburettli. Warten. Wir warten auf die Fasnacht im Taburettli mit der Colette Greder, dem Peter Reichner, dem Art Paul und dem Andrei Ichtschenko. Haben es auf Gas.